Herzlich willkommen hier in Kainberg vor der Kirche zum Gottesdienst von Die Kirchen im Dorf lassen. Kommt ein bisschen näher, nicht so nah, dass Sie 1,50 Meter unterlaufen sind. Kann immer passieren, dass hier ein Auto durch will. Dann müssten wir dem Raum geben. Noch gilt die Corona-Schutzverordnung. Hinter uns sind Nachverfolgungslisten. Bis heute ist nichts passiert, von dem wir wüssten bei unseren Gottesdiensten, die jetzt schon über ein Jahr unter Covid-19-Bedingungen gehen. Das soll auch so bleiben. Also wenn ihr nicht zu einem Hausstand gehört, achtet bitte auf den Mindestabstand. Wenn ihr auf andere Menschen zugeht, benutzt eure Maske nach Vorschrift, damit auch weiterhin nichts passiert. Erstmal nochmal ganz herzlichen Dank an Graham für das Glockenläuten. Die Glocken sind nicht still zu kriegen. Und jetzt gebe ich mal ab an Gerd oder Julia. Ich bin mir unsicher. An Gerd. Gerd, du bist dran. Du hast die noch nicht gestimmt? Dann stimmen wir die. Was ist an dem anderen, an der Gitarre noch dran? So, Entschuldigung, dass wir jetzt noch stimmen müssen, aber... Ja, alles so. Heute sind ja so viele Leute als Stimmvieh unterwegs. Ich reihe mich da ein. Mit dem zweiten sieht man besser. Die leibhaftig auf ewig Verdammten gehen ans Werk, holen sich die Glocken der Kirche von Kainberg. Noch nicht entwidmet, nur an RWE längst verkauft. Keiner liest hier mehr Messen, hier wird kein Kind mehr getauft. Von wem beauftragte Frevler die Glocken sich holen? Mit Kirchenglocken wird hier auch Vertrauen gestohlen. Das Monument der Gemeinde so sinnlos zerstört. Ein ruchloses Werk der Vernichtung den Himmel empört. Wie lang sich der Dom an der Niers wohl noch ohnmächtig reckt. Tief in seinen Mauern die Geschichte von Kainberg steckt. Er ist so respektlos, dass er sie ganz einfach kappt. Schaufel, Radbagger, Graben, Gräber, das Braunkohlegrab. Vor vollendete Tatsachen Christen gottlos gestellt. Der Glaube verraten von dem, der sich für gläubig hält. Der Pfaffe in Erkelenz glaubt, er tät nur seine Pflicht. Sein Dienstherr im Himmel ihm ewig Verdammnis verspricht. Entwendete Glocken, die sind abgehängt, heimatlos. Als Institution versagt Kirche erneut grandios. Ihr Amtspersonal entscheidet an Menschen vorbei. Den Gläubigen ist Rombachs Kirche schon bald einerlei.
Wie lang sich der Dom an der Nies wohl noch ohnmächtig reckt. Tief in seinen Mauern die Geschichte von Kaienberg steckt. Wer ist so respektlos, dass er sie ganz einfach kappt? Schaufel, Radbagger, Graben, Kräber, das Braunkohlegrab. Plektrudis, die den Kirchenplatz wählte, im Grabe sich dreht. Weil Heimat aus nichtigem Grund vor Beseitigung steht. Ihr Fluch gilt all denen, die dafür verantwortlich sind. Dass der Anfang vom Ende mit Glockenentwendung beginnt. RWE baggert riesige Gruben, wo sich Heimat befand. Es gibt keinen größeren Heimatvernichter im Land, der für Kohleverstromung die Zukunft der Erde bedroht. Der Planet mag im All weiter kreisen, aber Leben ist tot. Wie lang sich der Dom an der Nies wohl noch ohnmächtig reckt. Tief in seinen Mauern die Geschichte von Kaienberg steckt. Wer ist so respektlos, dass er sie ganz einfach kapiert? Bagger, Graben, Kräber, das Braunkohlegrab. Wer auf solche Verbrecher sich einlässt, macht das nur für Geld. Weil man in diesen Kreisen ja alles für käuflich hält. Da geht es alleine darum, wie befriedigt man Gier. Kriegt man von wem, wie schnell und warum und wofür. Alles andere ist den Verbrechern doch völlig egal. Und sie tun auch noch so, als gäbe es da keine Wahl. Und solange sich daran nichts ändert, alle bezahlen. Da reicht auch nicht irgendein Ausgang verschaukelter Wahl. Wie lang sich der Dom an der Nies wohl noch ohnmächtig reckt. Tief in seinen Mauern die Geschichte von Kaienberg steckt. Wer ist so respektlos, dass er sie ganz einfach kappt? Schaufel, Radbagger, Graben, Kräber, das Braunkohlegrab. Ja, vielen Dank dir erstmal für die musikalische Einführung in unseren heutigen Gottesdienst. Und ich glaube, in dem, was du gesungen hast, ist schon viel zum Ausdruck gekommen, was viele von uns bewegt seit den Ereignissen dieses Septembers. Wir haben miterlebt, wie die Glocken hier sang- und klanglos abgeholt, weggenommen wurden, nicht wieder zurückgekommen sind, wie der Beschluss getroffen wurde, die Kirchen in Kaienberg und in Kuckum zu entwidmen. Und jetzt sind wir heute hier voller
Trauer, denke ich, vielfach voller Wut, vielleicht auch über diese Ereignisse und auch irgendwie ohnmächtig, weil ja das, worum es uns seit so langer Zeit schon geht, dass das nicht passiert, dass die Kirchen bleiben können, dass die Dörfer bleiben können, dass das so wenig Gehör findet, gerade auch beim Bistum in den kirchlichen Strukturen, und dass wir immer wieder uns so vorkommen, dass wir da so hilflos ankämpfen gegen diese Mühlen dieser Strukturen. Aber gerade weil das so ist, ist es vielleicht auch nötiger denn je, dass wir hier zusammenkommen, dass wir gemeinsam hier Gottesdienst feiern, dass wir uns stärken und uns gegenseitig versuchen, Kraft zu geben dafür, dass unsere Kämpfe hier auch weitergehen können und dass wir eben nicht aufgeben und resignieren müssen. Denn bei all der berechtigten Trauer um die Orte und Gebäude, die so wichtig sind, an denen so viel von Erinnerungen haftet und die deswegen so vielen Menschen hier so viel bedeuten, geht es uns natürlich ja auch immer um das, an was diese Orte erinnern. Eben darum, dass ein gutes Leben für alle Menschen möglich sein soll, ein Leben in Würde, in Gerechtigkeit, auch hier in diesen Dörfern und auf der ganzen Welt. Und dieser Horizont unserer Kämpfe, daran wollen wir uns heute vielleicht ein bisschen erinnern, und gleichzeitig wollen wir aber auch Raum lassen für die Klage, für die Trauer, für die Wut und Ohnmacht angesichts dessen, was in den letzten Wochen passiert ist. Wir haben jetzt vielleicht noch mal Gelegenheit, bei einer kurzen musikalischen Einstimmung, wenn wir zusammen singen, "Kennst du das alte Lied?" Hier sind übrigens auch noch ein paar Liederhefte, die verteilt werden können. Wenn wir das jetzt zusammen singen, uns das alles noch mal durch den Kopf gehen zu lassen, und danach wollen wir hier auch noch mal Raum schaffen, ein Open Space, wie wir das ja gewohnt sind aus unseren Gottesdiensten, damit möglichst viele von uns, die heute hier sind, auch zu Wort kommen können. Mit ihrer Trauer, mit ihrer Wut, mit ihren Gedanken, mit dem, was uns in den letzten Tagen, Wochen, aber auch vor allen Dingen heute beschäftigt, hier an diesem Ort vor der Kirche von Kainberg. Und danach werden wir, nachdem wir einen kleinen biblischen Text hier noch gehört haben und einen Meditationsimpuls, uns auf den Weg machen nach Kuckum und dort den zweiten Teil unseres Gottesdienstes verbringen. Ja, deswegen wollen wir jetzt erstmal zusammen singen "Kennst du das alte Lied?" Kennst du das alte Lied? Man singt es seit langer Zeit, singt es von Liebe, Freud und Leid und von der Ewigkeit. Menschen sind unterwegs, ach, wer nimmt sie an der Hand, führt sie aus Angst und Einsamkeit in das gelobte Land. Oft steht die Welt in Brand und Blut färbt das Wasser rot. Steht doch ein Kreuz in jedem Land, überall herrscht Tod. Hass, der kein Ende nimmt, und Völker, die sich entzweien. Gott, der uns doch zum Glück bestimmt, lässt er uns denn allein? Jesus von Nazareth, er lebte in Zuversicht, weil er der Liebe und dem Licht Kraft wiedergeben wollt. Er zeigte uns den Weg der Liebe und Menschlichkeit. Wollen wir diesen Weg nun gehen, selbstlos und hilfsbereit?
ja, nochmal die Einladung, einfach nach vorne zu kommen und Gedanken zu teilen, auch darüber, ja, wie ihr heute hier seid, was euch durch die letzten Wochen durch den Kopf gegangen ist. Ich finde es schade, dass dieser Bischof offenbar nicht jener Bischof ist, von dem manche glaubten, dass er es wäre. Gestern war Greta Thunberg hier in den Dörfern und im Juli hat der Altprimas der anglikanischen Kirche, wenn man es ein bisschen verrückt, könnte man sagen, der Ruhestandspapst der englisch sprechenden Episkopalisten, gesagt, Greta Thunberg ist eine Prophetin für unsere Zeit. Ich habe das für den Gottesdienst am kommenden Donnerstag dann gleich mal notiert, weil es da um ein Prophetenwort geht. Irgendwie denke ich mir, das ist das Problem. Man stempelt diejenigen, die die Wahrheit sagen, zu Propheten, die uns ein bisschen strapazieren, die ein bisschen lästig sind. Man ehrt sie, man fällt vor ihnen auf die Knie und dann verkauft und entwidmet man die Kirche doch. Ich möchte etwas zu dem Thema sagen, dass ja, die Glocken entfernt worden sind. Es ist für mich nach wie vor, wie soll ich sagen, das waren die Glocken, die gehörten hier zu diesem Dorf. Und wenn die Glocken geläutet haben, dann wusstest du, du bist zu Hause. Das ist ein Symbol gewesen und man hat diesen Menschen, die hier noch leben oder die auch gelebt haben, hat man einfach dieses Symbol weggenommen. Das ist für mich irgendwo unentschuldbar. Vor allen Dingen, weil die alle total mit dieser Situation überrascht worden sind, dass man ihnen die Glocken wegnimmt. Es ist überhaupt nicht im Vorfeld darüber gesprochen worden. Und das ist eine Situation, ich bin hier selbst nicht in diesem Dorf geboren. Ich komme ein klein wenig weiter weg, aber ich wohne jetzt schon einige Jahre hier. Und für mich gehörten die Glocken zu Keinberg, genauso sag mal, wie hier der Lößboden zu dieser Region. Das ist halt ein Teil, was in diese Region gehört. Diese Kirche ist uralt und die war schon immer hier. Und genauso gut auch die Glocken. Und man kann die nicht so ohne Alters wegnehmen und die irgendwo anders hinhängen, nur weil man meint, da müssten sie hinkommen, weil ich da was Neues bauen möchte. Das finde ich ganz schlimm, dass man mit diesen Menschen hier so umgeht und dass die gar nicht mehr berücksichtigt werden. Also, wie soll ich sagen, die hier noch verbleibenden Menschen werden behandelt von der seelsorgerischen Betreuung her als Menschen zweiter Wahl. Du hast gar keine Betreuung mehr. Die Kirche ist verschlossen schon, ich weiß nicht, seit wie vielen Monaten. Mittlerweile, jetzt seit dem Tag des Denkmals, ist die Kirche von Kukum auch noch verschlossen worden, sodass wir als Bürger gar nicht mehr die Möglichkeit haben, in diese Kirchen reinzukommen. Und ja, wie soll ich sagen, Rombach waltet so, wie er das will. Und sorry, dass ich das so sage, scheiß was drauf, was der Bischof in Aachen oder sonst einer sagt, der Rombach macht es so, wie er das meint, das wäre hier richtig. Und es gibt so diverse Sachen, wie das zum Beispiel jetzt gewesen ist, als hier die Bauarbeiter waren und im Nachhinein den Schaden, der entstanden ist bei der Entnahme der Glocken, die Kirche wieder von innen, ich sage jetzt mal provisorisch wieder, ja, wieder herzurichten, dass hier Bauarbeiter, wie soll ich sagen, den Leuten, die gerade hier vorbeigekommen sind und einen Blick in die Kirche reingeschmissen haben,
hat dann dieser Bauarbeiter diesen Menschen die Tür vor der Nase zugeschlagen. Unter anderem ist auch der Ingo dabei gewesen, der auch davon betroffen war. Nämlich er wollte in diese Kirche noch reingehen und hat der Bauarbeiter halt die Tür zugeschlagen. Und dann ist Ingo wohl was lauter geworden und kam dann nach einer kurzen Zeit wieder raus, der Bauarbeiter. Dann haben die beiden ein Gespräch geführt und dann sagte der Ingo, haben Sie denn hier den Auftrag, dass keiner der Bürger in die Kirche reinkommen darf? Ja, diesen Auftrag habe ich. Und dann hat dann der Ingo gefragt, wer hat Ihnen das denn erteilt? Und dann hat er keine Antwort gegeben. Und dann hat letztendlich der Ingo ihm das Wort in den Mund gelegt, war es der Herr Maibaum? Ja, es war der Herr Maibaum. Und wenn ich das Ganze so höre, wie soll ich sagen, das Ganze ist irgendwie eine Intrige, ich sage jetzt mal parteipolitisch gesehen, über RWE mit der CDU, mit der Kirche etc., die haben alle miteinander gewirkt, die haben den LVR unter Druck gesetzt, dass hier die Zustimmung erteilt wird, dass man hier die Glocken entfernen darf und ja, ist halt ein Trauerspiel, dass sowas in der heutigen Zeit noch möglich ist, dass eben halt man diese Macht so ausnutzt, eben halt um andere zu schädigen und denen, nur weil ich das will, kommen die Glocken weg und gut ist, ja. Mehr möchte ich an sich nicht mehr sagen. Ich kann an sich auch nicht mehr viel sagen. Danke. Ich habe vor ein paar Tagen mit Uwe gesprochen, der hier im Hungerstreik war. Er sagte mir zu den Glocken Folgendes. Die Glocken hätten nicht entnommen werden brauchen. Es liegen auf dem Hof der Kirche und des Bistums jede Menge Glocken. Die kann man für wenige Euro erwerben. Ich frage mich, warum muss eine Glocke von 1455, warum müssen die Glocken aus dieser Kirche in die neue Kirche nach Neukeinberg, wo es jede Menge Glocken dort auf dem Hof rumliegen. Warum schreitet der Bischof nicht ein? Fragen, warum schreitet das Land nicht ein? Die Kirche steht unter Denkmalschutz. Ist nichts mehr wert. Und das alles unter dem ach so christlichen CDU-Ministerpräsident Armin Laschet. Und wie hat er noch so schön gesagt? Er möchte Deutschland so regieren, wie er Nordrhein-Westfalen regiert. Ich hoffe für heute Abend. Der Bischof dieser hat in seiner Pressemitteilung gesagt, ja, er würde sich auch weiterhin um diese Kirche kümmern. Vielleicht käme ja eine nichtkirchliche Nutzung weiter in Frage. Aber ich frage mich, wer wird sich um diese Kirche kümmern? Man sieht jetzt schon hier, wie das Moos sich ausbreitet. Wenn die Kirche nicht beheizt wird im Winter, dann wird sie Schaden nehmen. Und ich finde es unerträglich, dass nicht mal am Tag des Denkmals die Kirche geöffnet wurde. Und noch schlimmer ist, wie Helmut schon sagte, dass es den Keinbergern, die hier wohnen, dass es denen nicht möglich ist, in ihre eigene Kirche zu kommen. Das kann so nicht sein. Also ich habe auch noch mal das Bistum mehrfach angeschrieben, aber keine Antwort mehr bekommen. Klar, wir nerven langsam, aber wir wollen auch nerven. Also wir müssen das auch verbreiten. Bitte? Okay.
Entschuldigt, wenn ich jetzt ein bisschen kraus rede. Ich bin im Moment ein bisschen kraus im Kopf. Eine Kirche soll entwidmet werden über die Köpfe der Leute hinweg, ohne sie zu fragen. Die Glocken werden vorher aus dem Turm auf brachiale Weise herausgeholt. Eine Wand wird zerstört. Den Menschen wird der Einlass verwehrt. Und ich hatte unserem letzten Gottesdienst gesagt, eine Kirche ist nur dann Kirche, wenn Menschen in ihr sind. Wenn die Gemeinschaft in ihr sein kann. All das wird hier verwehrt. Die Glocken werden rausgeholt, als wären sie, ja, ich weiß nicht, als wären sie irgendwas Beliebiges, was man einfach von einem Ort zum anderen transportieren kann. Unter welchen Umständen das passiert, interessiert eigentlich nicht großartig. Verwertungslogik. Logik dieses Systems. Und diese Kirche wird dann anschließend, wenn Bischof Dieser den Auftrag gegeben hat zur Entwidmung, eventuell wird sie weiter genutzt, irgendwie, das liegt dann in den Händen von RWE, weil sie gehört ja RWE. Vielleicht lässt man sie aber auch langsam verfallen, damit man dann irgendwann die Begründung hat, sie abzureißen. Und so wie diese Kirche eventuell auf den Müll geworfen wird, so werden diese Dörfer im Grunde genommen auf den Müll geworfen. Denn es interessiert nicht. Es interessiert die Menschen, die das Sagen haben in diesem Land, nicht. Weder in NRW noch im Bund. RWE macht, was sie wollen. Momentan bereiten sie, so wie es aussieht, weitere Abrisse in Lützerath vor. Der große Hof wird entkernt. Und wir wissen vom Anfang des Jahres, dass dann der Abriss folgt. Und so wie Heimat auf den Müll geworfen wird, wie Heimat der Verwertungslogik unterworfen wird, so geschieht es auch mit Menschen. Auch Menschen zählen nur, wenn sie etwas leisten. Und was Leistung ist, wird von den Herrschenden definiert. Und wer das nicht tut, ja, der landet auf dem Müll. So wie Papst Franziskus es auch tatsächlich formuliert hat. Dieses System sondert Menschen aus und wirft sie auf den Müll. Sie sind für nichts mehr gut. Niemand ist mehr an ihnen interessiert. Und eigentlich wäre es die Aufgabe der Kirche, dort dann zu stehen, sie aufzunehmen, sich ihrer anzunehmen und sich auch für sie einzusetzen. Und zwar nicht nur mit warmen Worten und irgendeiner Barmherzigkeit, die nur dafür sorgt, dass sie am Leben bleiben. Nein. Gerade die Kirche sollte die Würde des Menschen achten. Aber auch sie ist Teil des Systems. Ich war in den letzten Wochen krank und habe diese ganzen Horrorbotschaften nur so indirekt, nur zu Hause am Computer gelesen oder angerufen. Und die ganze Ohnmacht und die Wut, die hier geäußert wurde, die habe ich ganz für mich alleine natürlich gespürt und wurde immer schlechter gelaunt und schlechter gelaunt. Und irgendwann stellte ich fest, ich bin es so leid, an diese Kirche zu appellieren und zu sagen, das wäre doch eure Aufgabe. Spätestens nach dem, was jetzt aus dem Vatikan gekommen ist. Vor einem halben Jahr hat hier Maria Messrian gesprochen, da unten am Wendehammer, hat eine wunderschöne Predigt gehalten. Und der Kernsatz ist, diese Kirche muss sterben. Sie muss Platz machen für was Neues. Und das sage ich mir jetzt. Ich bin es müde und ich bin es leid, an eine Bande weißer, alter Männer zu appellieren, gefälligstens ihren Job zu tun und mich damit aufzuhalten, dass das doch eigentlich ihre Pflicht wäre.
Wir wissen seit langem, dass es nicht ihre Pflicht ist. Sie gehen über sexuellen Missbrauch hinweg, sie unterdrücken seit Jahrhunderten Frauen. Warum machen wir es nicht einfach allein? Wir brauchen diese Männer nicht. Ach, Negen, das war toll. Ihr habt alle Liederzettel und ihr dürft auch mitsingen, wenn ihr wollt. Okay, macht ihr doch mal den Ton, sagt, was es gibt. Wir an Babels blinden Ufern, welchen Stern vom Heimatland, legen unsere Instrumente still und traurig aus der Hand. Lassen unser großer Sehnsucht unseren Tränen freien Lauf. Und wir hängen unsere Harfen in den Weidenbüschen auf. Die uns hier gefangen halten, fordern frech von uns ein Lied. Singt ein Lied von Zions Liedern, wenn ihr hin zum Tempel zieht. Doch wir können hier nicht singen, fern von Zion ohne Land. Wenn ihr Zion dann vergesse, soll verdorren meine Hand. Jesu Kreuz sei meine Hoffnung gegen jede Tyrannei. Und durch seine Auferstehung ziehen wir aus der Sklaverei. Nachdem Salomo den Bau des Tempels und des königlichen Palastes vollendet und alle Pläne, die er auszuführen wünschte, verwirklicht hatte, erschien ihm der Herr zum zweiten Mal, wie er ihm in Gibeon erschienen war. Er sprach zu ihm: Ich habe dein flehentliches Gebet, das du an mich gerichtet hast, gehört und dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt. Meinen Namen werde ich für immer hierher legen. Meine Augen und mein Herz werden alle Zeit hier weilen. Wenn du mit ungeteiltem und aufrichtigem Herzen vor mir den Weg gehst, den dein Vater David gegangen ist, und wenn du alles tust, was ich dir befohlen habe, wenn du meine Gesetze und Rechtsentscheide bewahrst, dann werde ich deinen Königsthron auf ewig in Israel bestehen lassen, so wie ich es deinem Vater David zugesichert habe, zu dem ich gesagt habe, es soll dir nie an einem Nachkommen auf dem Thron Israels fehlen. Doch wenn ihr und eure Söhne euch von mir abwendet und die Gebote und Satzungen, die ich euch gegeben habe, übertretet, wenn ihr euch anschickt, andere Götter zu verehren und anzubeten, dann werde ich Israel in dem Land ausrotten, das ich ihm gegeben habe. Das Haus, das ich meinem Namen geweiht habe, werde ich aus meinem Angesicht wegschaffen, und Israel soll zum Gespött und zum Hohn unter allen Völkern werden. Dieses Haus wird zu einem Trümmerhaufen werden, und jeder, der vorübergeht, wird sich entsetzen und zischen. Man wird fragen: Warum hat der Herr diesem Land und diesem Haus das angetan? Und man wird antworten: Weil sie den Herrn, ihren Gott, der ihre Väter aus Ägypten geführt hat, verlassen, sich an andere Götter gehängt, sich vor ihnen niedergeworfen und sie verehrt haben. Darum hat der Herr all dieses Unglück über sie gebracht. Ja, der Text, den wir gerade gehört haben, wirkt auf den ersten Moment etwas sperrig, würde ich sagen. Es geht um religiöse Kategorien, um einen Gott, andere Götter, einen Tempel. Ich glaube, wir können uns diesem Text vielleicht ein bisschen besser nähern und ein bisschen besser verstehen, was er uns auch
zu sagen hat in dieser Situation. Wenn wir uns noch mal deutlich machen, dieser Tempel, den dieser König von Israel, Salomo, da baut, der ist nicht für irgendeinen abstrakten, höchsten Gott da, sondern dieser Tempel steht als Erinnerung an einen Gott, der Israel, sein Volk, aus der Sklaverei geführt hat, aus Ägypten heraus. Er steht für einen Gott, der für sein Volk, für die Menschen, für Israel zuerst und dann in den biblischen Traditionen, aber auch für alle Menschen, ein Leben will in Gleichheit und Freiheit, in Würde und Gerechtigkeit. An so einen Gott und an so eine Verheißung, dass ein solches Leben möglich ist, erinnert der Tempel in Jerusalem, in Israel. Und an diese Verheißung erinnern in der Tradition Israels eben auch unsere Kirchen, an diesen gleichen Gott, der auch der Gott Jesu ist, der Gott, von dem wir gerade gehört haben, der durch die Auferstehung Jesu nochmal ins Licht ruft, dass es Leben geben soll, befreites Leben für alle Menschen. In diesem Sinne ist eben eine Kirche mehr als ein Gebäude und sogar auch noch mehr als der Ort, an dem sich Menschen treffen, um dort zu singen, zu trauern, zu klagen, zu hoffen, die wichtigsten Wenden ihres Lebens zu feiern, sondern sie ist eben ein Ort, der diese Verheißung in Erinnerung ruft, dass es so ein befreites Leben geben soll und geben kann und eben nicht nur für die kleine Gemeinschaft, die sich dort trifft, sondern global, universal für alle Menschen, für jede und jeden. Und wir hören in dem Text heute: Meinen Namen werde ich für immer hierher legen, meine Augen und mein Herz werden alle Zeit hier weilen, spricht dieser Gott. Und diese Verheißung steht natürlich in einer gewissen Spannung, nämlich der Spannung zu der Zerstörung, zu dem, dass ein solches Leben immer wieder bedroht ist, dass es der Zerstörung unterliegt, dass die Hoffnungen sich in Niederlagen verwandeln, etwas, was uns ja auch hier und heute, glaube ich, sehr nahe ist und sehr deutlich wird. Auch der Tempel von Jerusalem hatte ja nicht für immer Bestand, sondern ist zerstört worden. Also die Geschichte dieser Verheißung ist immer auch eine bedrohte Geschichte und eben auch eine Geschichte der Niederlagen und des Scheiterns. Sie ist aber auch, darum geht es in dem Text weiter, eine Geschichte von Entscheidungen. Salomo werden sozusagen zwei Wege vorgelegt. Wenn du mit ungeteilten und aufrichtigem Herzen vor mir den Weg gehst, den dein Vater David gegangen ist, und wenn du alles tust, was ich dir befohlen habe, wenn du meine Gesetze und Rechtsentscheide bewahrst, dann werde ich den Königsthron auf ewig bestehen lassen. Wie gesagt, es geht hier nicht einfach nur um Herrschaft irgendeines Königs und irgendeinen Thron. Das ist gerade das Besondere an den Geschichten Israels, die wir in der Bibel hören, dass es dort um etwas anderes geht, um den Versuch einer Gesellschaft in Freiheit und Gleichheit. Und dass die Gesetze dieses Gottes dazu dienen sollen, menschliches Leben in Freiheit und Gleichheit zu organisieren und eben nicht so zu organisieren, wie es meistens organisiert ist, nämlich als Herrschaft der einen über die anderen, als Herrschaft und Leben der einen auf Kosten der anderen, sondern es geht um eine Alternative dazu und um die Möglichkeit, sich für diese Alternative zu entscheiden. Und natürlich auch, das ist der zweite Teil des Textes, der vielleicht auch erstmal so etwas grausig daherkommt mit der Ankündigung der Zerstörung, mein Haus soll zum Trümmerhaufen werden. Es geht auch darum, dass es eben auch die andere Entscheidung gibt, das nicht zu tun. Also so weiterzumachen wie bisher, so weiterzumachen, wie es meistens halt eben läuft. Die Unterdrückung zu akzeptieren, die Herrschaft zu akzeptieren, zu gucken, dass man zu denen gehört, die sich bereichern. Und das, wo da drin dann eben dieser Trümmerhaufen liegt, ich glaube, in Zeiten der Klimakatastrophe steht uns das auch noch mal eindrücklicher vor Augen. Also wir wissen jetzt, das ist nicht irgendein vom Himmel kommendes Strafgericht, sondern die Konsequenzen
des gesellschaftlichen Handels, des sich Bereicherns, der Ausbeutung der Umwelt und so weiter, die drohen eben darin zu enden, dass Leben zerstört wird. Und das ist ja nicht erst eine ferne Zukunft, die uns bevorsteht, sondern die Klimakatastrophe erleben wir ja global gesehen schon jetzt. Und schon heute wird menschliches Leben dadurch zerstört und bedroht. Deswegen stehen wir auch hier und heute ja immer wieder an diesem Punkt der Entscheidung. Nehmen wir das einfach hin, sagen wir, naja, so ist es schon immer gewesen in dieser Welt. Das sind die Spielregeln, nach denen es so läuft. Oder entscheiden wir uns, das ist das Gesetz, was Salomo vor Augen geführt wird, eben für andere Spielregeln. Stellen wir unsere eigenen Spielregeln auf, Spielregeln eben eines guten Lebens für alle Menschen und machen wir uns auf den Weg hin dorthin, dass das möglich wird. Und auf diesem Wege brauchen wir natürlich immer wieder Symbole, Erinnerungen, Orte, die uns ein Stück weit eben zur Heimat werden, weil sie uns daran erinnern, weil sie uns davon Zeugen sind, dass so ein Weg möglich ist, weil sie für Leben stehen, für Gemeinschaft, für das Zusammenkommen. Und gleichzeitig sind diese Orte natürlich nicht das Letzte. Selbst wenn es diese konkreten Orte eines Tages nicht mehr gibt, heißt das nicht, dass die Verheißung, an die sie uns erinnert haben, damit auch gestorben und ausgelöscht ist. Sondern wir eben, nicht jeder alleine für sich und jeder alleine, sondern indem wir zusammenkommen, indem wir miteinander nach Gemeinschaft suchen, machen wir uns bereits auf diesen Weg in dieses andere Leben, in diese andere Welt, in der Gleichheit und Freiheit für alle herrschen können. Hoffen, wieder alle Hoffnung, glauben, dass es dennoch weitergeht. Leben, wo es beinahe nicht mehr möglich, damit die Welt auch morgen noch besteht. Fühlen, wo Gefühle sterben, Licht sehen, da wo alles dunkel scheint. Handeln, anstatt tatenlos zu trauern, trösten auch den, der ohne Tränen weint. Wach sein, Zeichen klar erkennen, helfen, trotz der eigenen großen Not. Aufstehen gegen Unrecht, Mord und Lüge, nicht einfach schweigen, wo die Welt bedroht. Trauen dem, der uns gesagt hat, seht doch, ich bin bei euch alle Zeit. Mit uns ist er auch in unserem Suchen, bis wir ihn schauen im Licht der Ewigkeit. Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens lautet die erste Zeile eines Gedichts von Rainer Maria Rilke. Und noch bevor wir den Text lesen, setzt allein bei diesen Worten eine Bilderflut ein. Klares, kaltes Sonnenlicht und scharf umrissene Schatten, Kargheit, Ödnis, steile, nicht begehbare Wände, Geröll, das unter den Tritten zerbirst, wegrollt und uns in den Abgrund stürzen lässt. Und diese Bilder, passen sie nicht auch zu der Grube hinter uns? Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens spricht von der inneren Ödnis eines Wissenden in einer einsamen Welt ohne wärmendes Haus oder schützendes Dach hinter dem letzten Gehöft von Gefühl, wie Rilke schreibt. Dass das kalte Herz des Vereinsamten und die Ödnis, die ihn umgibt, irgendwie zusammenhängen und einander bedingen, das liegt auf der Hand. So ausgesetzt in der Kälte, so wissend um die Macht der Zerstörung und die Gleichgültigkeit der Zerstörenden fühlen wir uns, wenn wir auf die Landschaft der Tagebaue schauen, egal, ob wir hier wohnen oder nicht. Denn einher geht mit der Vernichtung von Landschaft die Zerstörung von menschlicher Gemeinschaft und Wärme, von Zugehörigkeit und Tradition, von Rede, Lachen und Gesang,
weit über diesen konkreten Ort hinaus. Ich stelle mir vor, dass Segen auf einem Haus liegt, in dem diese Dinge leben dürfen. Segen, das klingt im Buch der Könige so. Und Gott sprach: Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um dort meinen Namen für immer niederzulegen. Meine Augen und mein Herz werden allezeit dort sein. Ein Haus, auf dem Segen liegt, stellt euch vor. Mitten in der Einöde ein Ort, von dem Gott sagt, dass sein Herz dort sein wird. Wie anders sollten wir uns diesem gottgeschützten Ort denken, als einen Ort des Miteinanders, der Achtsamkeit gegenüber uns selbst und allem, was lebt. Wer hat das Recht, sich über solch ein Versprechen hinwegzusetzen? Wie bedauernswert und frevelhaft ist der, dem ein solches Haus nur ein paar Steine sind, nur ein paar Glocken, die man aus dem Weg räumen kann. Wie mächtig sicherlich und doch wie einsam, wie fern von Gott. Es geht ja um zwei Kirchen, denen die Entwidmung droht. Hier die Kirche von Kahlenberg, aber auch die Kirche von Kuckum. Und deswegen wollen wir jetzt zusammen nach Kuckum laufen. Das sind ungefähr anderthalb, längstens 2 Kilometer. Wer mag, kann natürlich auch mit dem Auto die Strecke fahren. Das ist ausgeschildert ab. Also wenn man hier vorne rechts fährt, einfach den Schildern Richtung Kuckum folgen. Wir werden unterwegs Lieder singen. Und wollen damit zum Ausdruck bringen, dass diese beiden Kirchen hier nach wie vor geschützt werden müssen und dass wir für das Leben stehen und dass wir unseren Kampf weiter fortsetzen. Deswegen machen wir uns auf den Weg. Der Lautsprecherwagen, der wird uns da dann schon empfangen und dann wird der Gottesdienst dort weiter fortgesetzt.